Jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Und damit hi zurück zu Watch Dogs. So, wir hätten jetzt eigentlich einen Online-Auftrag gehabt, aber den habe ich jetzt übersprungen, weil wir sind ja offline. Ich habe nämlich keinen Bock hier, dass hier tausendmal die euren Einblendungen zu sehen sind. Das nervt nämlich in einer Zeit. So, welche Karre nehmen wir denn? Die sieht doch gut aus. So, Wegpunkt. Hin, da geht schnell. Was für ein Dreckwetter. Aber bei mir hier gerade ist auch draußen Dreckwetter. Passt ja. So. Die Autobahn. Und dann geht's zum Fahrauftrag. Gucken, was Jordy für uns hat. Oh, es hat grau hier. Das sieht echt cool aus trotzdem, muss ich mal sagen. Du kannst nicht mehr oder was stand da? So. 600 Meter. Ups. Da gibt eine Stramme. Ups. Und jetzt Telefon. Upsi, aus Versehen falsche Taste. Das war dumm. War das hier das Auto? Ja. Okay, nichts passiert. Der Parkplatz kommt mir irgendwie bekannt vor. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo! Gleich eine schicke Karre, die nehmen wir. Die Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch in... Wegpunkt. Und hoppali. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Straßensperren? Oh. Polizeiverfolgung. So, genau, da unten kommt ein gelber Kreis. Und den müssen wir am besten entwischen, wenn es geht. Oh. Oh, bis jetzt kommen wir ja zu durch. LS an Einsatzkräfte. CDOS-Scan nach Verdächtigen wird gestartet. Halt. Oder wir nehmen die Nebenstraße. CDOS-Scan autorisiert. Starten jetzt die Suche nach Verdächtigen. Schnell, 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 schnell. Gut, wir sind raus. LS an Einsatzkräfte. CDOS-Scan nach Verdächtigen. Nur um die Ecke. Da ist er. Ah!
sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Schon ein paar Einschusslöcher. Okay, die Polizei sieht man auf der Karte und wir versuchen auszuweichen. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Bleibt stelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Das ist fast schon das erste Mal. So, rüber hier schneller. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, Opa, hältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht vorne ist der Heli. Er wurde im Bauch getroffen. Da kommt gehört, auch einer. So ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu solchen Kollateralen. Schnell mal wieder hier rein. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen. Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen, okay? Aber wir müssen ja da rechts lang, ich links. Ich habe Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe die abgesperrte Brücke. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Okay. Ich habe auf den Arm geschlagen. Ich schwöre bei Gott, einer von uns. Oder? Alter. Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützen statt nach einem Einbrecher. Kacke. Das macht es nicht leichter. Moment, wir fahren mal hier lang. Alter. What? Was war das denn? Okay, nochmal. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. Ja, das kennen wir ja schon. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. So, jetzt kommt der Typ hier. Deine Strecke ist selbst. Lass mal durch. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. So. Bleib stille, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Still. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Schöner Sprung. Den Motor und die Lichter abstellen. Jetzt fahren wir mal hier rechts schnell. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Da ist der Heli, wir müssen aufpassen, ob er uns nicht sieht. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Ah, er scheint uns nicht zu sehen. Okay, wir biegen hier rein. So viele. Der Schweineheli. Dann in die Gasse. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich auf. Gasse, jo, wir kommen durch. Alles klar, alles klar, alles klar. Sehr schön. Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen. Oh fuck, Mann, die sagten ja, du wärst gut. Geschafft! So, jetzt nur zum Zielpunkt und dann. Okay, da sind wir. Geschafft. Haben wir treffen alle Leute hier. Na, Mensch. Jetzt nicht. Verdammt nochmal. Das ist Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir.
wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Da sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Psst. Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's, stimmt's? Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war in eine. Das ist gut. Sehr gut. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Ja. Das war ja ein toller Job für den komischen Typen. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Kenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Oh, klar, Fortschritt brauchen wir jetzt nicht. Aber guck mal, was hier steht. Die nehmen wir doch mal mit, die Karre, kurz mal. Bewegung. Nett, nett, sehr nett. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Okay. Treff mal nochmal. Mal gucken, wer der Unbekannte ist. So, geht doch rucki-zucki mit der Karriere. Es gab eine dreiste. Die Polizei stellte Mitglieder der Viceroy Gang im Keller des Stadions, während auf dem. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert der Zack. Jetzt will er mich treffen. Sehr
Ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Bad Boy. Was? Bad Boy, 17? Bitte, was? Bad Boy 17? Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast? Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Okay, Bad Boy ist eigentlich Bad Girl. Und sie kennt uns. Also unseren Namen zumindest. Jetzt müssen wir unseren Skillpunkt verteilen. Müssen wir nicht, oder? Nö. Können wir später machen. Hey. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst clever. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich rein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude, da wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch, in dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern, lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten, anstarren, physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hm? Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Okay. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid gespannt, genauso wie ich. Okay, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Haut drin. Tschüss.